Nach fast einer Stunde Umzug durch das festlich geschmückte Dorf war man wieder am Festplatz angekommen. Begrüßt wurde der Tross durch die Ortsbürgermeisterin, die sich bei allen noch einmal auf das Herzlichste bedankte. Den offiziellen Teil hatte man hinter sich gebracht, jetzt konnte es zum Gemütlichen übergehen. Viele Händler hatten aufgebaut und wollten ihre Ware an den Mann oder die Frau bringen. Zeitweise fühlte man sich sogar an DDR-Zeiten erinnert, denn an einigen Ständen gab es plötzlich nichts mehr. Wer dem Glücksspiel leicht verfallen war, gab seinen Einsatz beim großen Kuhfladen Roulette. Ja, 2 Euro für ein Feld. Der Bulle wird 10 Minuten laufen gelassen. Da, wo er hinscheißt, derjenige hat gewonnen. Für die Zukunft und das weitere Leben hatte ich nebenbei auch noch eine ganze Menge gelernt. Und zwar, dass sich sogar aus Scheiße Geld machen lässt. Jeder findet wohl sein Dorf am schönsten. Doch was finden die Papenbrucher eigentlich an ihrem Dorf so toll? Sag mir doch mal, was hältst du eigentlich von den Papenbruchern? Oh, ich habe erstmal gute Nachbarn, mit denen ich mich sehr gut vertragen kann. Und wir sind alles Freunde und Kumpels. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss mich hier wohlfühlen. Ich bin Papenbrucher und ich fühle mich wohl. Und man muss das Beste draus machen immer. Hallo, ich bin der Wolfgang Preußler. Bin jetzt ansässig hier in Papenbruch. Hab das durch Zufall kennengelernt, alle. Hab auch dann hier ein Haus gekauft. Kenne ein paar Leute, die sehr nett sind, also gute Nachbarschaft. Zum Beispiel der Siegfried, hier der Gerd. Wir haben wir noch den Dirk. Mit den Nachnamen kann ich noch nicht so jonglieren, die kenne ich noch nicht alle so. Aber ich fühle mich sauer wohl. Und die nächsten 100 Jahre bleibe ich auf jeden Fall hier. In jedem Dorf gibt es Dinge, über die man sich aufregen kann, aber nicht aufregen muss. Mike, was gibt es deiner Meinung nach für Negatives über Papenbruch zu berichten? Also in Papenbruch gibt es nicht viel Negatives. Wenn ich mal kurz überlege, fällt mir da der Mühlenweg ein, wo einige Bürger sich ein bisschen beschweren darüber, dass der Sand, wenn es richtig gießt, immer bis auf die Hauptstraße runterläuft und letztendlich immer die unteren Anlieger dort mit ihren Autos dann nicht hochkommen. Was stellen Sie sich dann vor für die Zukunft? Na, erstmal klarheiten, was Sie überhaupt hier machen wollen. Vor allen Dingen über den Wegebau und Straßenbau, so, was man also hört, das gefällt mir nicht ganz wegen der Bezahlung und so. Und weil eben noch nicht Klarheit geht über die Güllegruben und sowas, weil das immer so unverständlich ist, was noch nicht gemacht werden soll. Nicht? Man will auf dem Gehöft was machen und kann das nicht machen oder will es nicht machen, eben weil keine Klarheit ist. Oh, was mir nicht so gut gefällt, tja, mir gefällt in Papenbruch nicht so gut, dass alle gern Veranstaltungen haben möchten, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, das was stattfindet, dass dann immer dieselben da sind. Also da wünschen wir uns ein bisschen mehr regere Teilnahme von allen Papenbrucher Bürgern. Und ich meine, da muss man doch keine besonderen Fähigkeiten haben, ein bisschen ein- und ausräumen helfen für Veranstaltungen, aufräumen helfen, Vor- und Nachbereitung. Also ich denke, da kann jeder helfen. Ich kann 3 Sprachen und spiele Klavier. Enkel Ochsenschwein dafür. Von Ochsenschwein da halte ich mich fern. Aber die fetten Schinken, den fressen sie her. Im Festzelt gab es Kaffee und Kuchen. Den hatten die Frauen natürlich selbst gebacken. Am Rande des Festplatzes hatten es sich einige Frauen in einem Vorgarten gemütlich gemacht.
Sie schwelgen in Erinnerung aus längst vergangenen Zeiten. Hinter mir sitzt die ehemalige Brigade 12 der LPG Papenbruch. Und wir wollen Sie doch mal fragen, wo heute die Kartoffeln gerackt werden. Soweit wie bei uns war, hier im Dorf, war der Zusammenhang wirklich ganz prima. Es gab auch Tage, wo gestritten wurde oder wo Neid war, aber im Allgemeinen war das wunderbar. Noch eine kurze Geschichte, so war kurz vor der Wende oder kurz vor Schluss, wie die LPG dicht gemacht hat. Da hatten wir noch einen Zwiebelacker und da haben wir gedacht, ach, geht ja alles zu Ende. Wir sind von der Arbeit gekommen, sind nach innen gefahren. Das wird ja doch nicht mehr abgeerntet. Ach, gehen wir hin, holen wir uns alle noch ein paar Zwiebeln. Jeder hat die Tasche voll Zwiebeln genommen, sind zum Stützpunkt gefahren, aber wir sind nicht freiwillig gefahren, wir wurden gejagt. Da kam der große Chef mit seinem Auto hinter uns und hat gesagt, was ist hier los, wenn sich jeder was nimmt? Ein paar Zwiebeln. Ich kann mir ohne jeden Tag eine Mark aus der Kasse nehmen. Und zum Schluss, die Zwiebeln wurden nicht geerntet, wir wurden zusammengeschissen. Die Zwiebeln wurden von Fremden geerntet und wir hatten unseren Anschuss weg. Heute können wir nur noch darüber lachen. Auch die Jugend hat sich heute hier beim Bauernfest mit eingebracht und wir wollen Sie doch mal fragen, was macht ihr hier eigentlich heute? Na, wir verkaufen hier so Trödelmarkt ist es. Flohmarkt und das sind Spenden aus dem Dorf und das wollen wir für unseren Jugendclub nehmen, was jetzt gerade gebaut wird, für Farm, Billardtisch soll da reingestellt werden, so alles mögliche, was man so als Freizeitbeschäftigung machen kann. Im Vorfeld, wenn man Leute befragen will, stellt man sich selbst die Frage, die einen am meisten interessieren würde. Wie wäre es da mit der Frage nach dem beliebtesten Bürger? Herr Wille, hätten Sie einen Moment mal Zeit für uns? Oder haben Sie eine schöne? Wir haben mal eine Frage. Könnten Sie uns spontan sagen, wen Sie hier im Dorf für den beliebtesten Bürger halten? Das kann ich nicht sagen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ehrlich gesagt. Ich kann ja nicht einfach einen Menschen sagen, oder das hier. Ich kann ja nicht einfach sagen, hier, der ist mir lieb oder der ist mir lieb. Weiß ich nicht. Sind Ihnen alle lieb? Ach, ja. So weg mit Verkehren, du, ja. Was soll ich sagen? Wer? Oh, ja, wer ist denn das? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Na, du vielleicht. Hier haben wir sie nun, die Elke Wede aus Papenbruch. Elke, Wir haben hier heute auf unserem schönen Dorfanger eine Umfrage gestartet. Und die Frage lautete, wer ist hier im Dorf der beliebteste Bürger oder die beliebteste Bürgerin? Und da ist dein Name gefallen. Wie kannst du dir eigentlich das erklären? Bin ich sprachlos? Weiß ich nicht. Das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Das sind bestimmt andere beliebter. Was soll ich weiter dazu noch sagen? Mir fehlen die Worte. Das ist, also, da bin ich ja richtig erstaunt, dass ihr überhaupt darauf gekommen seid. Ja, ich kenne zu wenig Papenbrucher und zu wenig Papenbrucher kennen mich. Ich wohne hier zwar schon 10 Jahre, aber das beschränkt sich alles mehr auf den Liebenthaler Weg und denke mal, so viel kennen mich nicht. Na gut, wenn da. Ich habe mich noch nicht unbeliebt gemacht, das ist die andere Sache. Vielleicht sind wir zusammen, ich weiß es nicht. Detlef, eine Umfrage hier in Papenbruch hat heute ergeben, dass du der beliebteste Bürger sein sollst. Wir hätten eigentlich gar nicht damit gerechnet, aber wie kannst du dir das erklären? Tja, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Warum soll ich der beliebteste Bürger sein? Da gibt es doch bestimmt andere Bürger. Sind das vielleicht deine Eigenschaften, die besonders hier in Papenbruch beliebt sind, dass die Bürger sagen, der Detlef, der ist uns der Liebste? Also welche Eigenschaften soll ich denn da haben? Wüsste ich nicht, welche Eigenschaften ich habe. Wüsste ich nicht. Ich kann dir das auch nicht sagen. Das müsstest du eigentlich selbst wissen. Also ich kann es mir nur so erklären, dass ich zum beliebtesten Bürger gewählt wurde, dass ich mich eben bei der Feuerwehr arrangiere und die Wettkämpfe organisiere oder hier beim Dorffest viele Sachen organisiere oder vielleicht, weil ich eine Glatze habe und die Frauen darauf stehen. Und ich möchte mich aber auch bei allen Leuten im Dorf bedanken, dass sie mich gewählt haben. Vielen Dank. Beliebt oder unbeliebt?
Ich hoffe, ich habe mich hier und heute mit meinen Fragen nicht unbeliebt gemacht. Aber ihr wisst ja, ein bisschen Spaß ist immer dabei. Wir haben hier heute auf dem Platz den unbeliebtesten Bürger gesucht. Und da ist dein Name gefallen. Wie kannst du dir das erklären? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass du alle Leute hier so in Schach hältst? Ich bin die unbeliebteste Bürgerin von Papenbruch. Das kann ich nicht glauben. Ich glaub's euch nicht. Vielleicht haben es ein, zwei Leute im lieben Ort gesagt, aber wir sind über 300 und ich glaube nicht, dass ich die Unbeliebteste bin. Da gibt es noch andere in diesem Ort. Der beliebteste Bürger, Willi Schmidt. Wieso Willi Schmidt? Willi Schmidt. Kennst du Willi Schmidt, den mein Nachbar? Doch, ich kenne Willi Schmidt, aber warum ist es deiner Meinung nach der beliebteste Bürger? Walletten ist mir ein ganz sympathischer Mensch, immer nett, freundlich und deswegen ist er in meinen Augen der beliebteste Mensch von Pambu. Was soll ich dazu sagen? Nee. Da kann ich doch nichts sagen. Nein, hören Sie auf hier nicht. Na, was denken Sie denn, woran es liegt? Selber mich als beliebtesten Mann. Es wurde von Ihnen behauptet, dass Sie der beliebteste Bürger wären. Liegt es vielleicht daran, dass Ihre Eigenschaften so hervorstechen? Wüsste ich nicht. Keine besonderen Eigenschaften. Ein Jungbulle, der wahrscheinlich auch Komm-Komm hieß, sollte seinen Besitzer wechseln. Selbst telefonisch durfte mitgeboten werden. Anfangs hielt sich die Bietergemeinschaft verhalten zurück. Doch langsam stieg bei der Auktion der Preis und am Ende konnte man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Letzter Höhepunkt des Tages war der Aufstieg von Hunderten von Luftballons in den Papenbrucher Abendhimmel. Sie sollten der Welt verkünden, dass es wieder ein schöner Tag in Papenbruch war. So ein Jahr geht viel zu schnell vorbei. Sind gerade noch die Knospen aus dem Boden gebrochen, so zeigt uns der Zug der Wildgänse, dass es langsam Winter wird. An den Weihnachtsmann glauben die Papenbrucher Rentner schon lange nicht mehr. Das hält sie aber nicht ab, einen festlichen Nachmittag miteinander zu verbringen. Die Plattmorger und Wittstock sind heute hier in Papenbruch zu Gast. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir hier heute Dore Wieners Vier spielen dürfen, denn hier in Papenbruch hat alles mal anfangen. Vor 14 Jahren haben wir hier in Papenbruch unsere erste Vorstellung gegeben und so wie ich mich erinnern kann, wäre das Publikum damals, also schon wunderschön, die haben sich köstlich amüsiert, wir sind ganz aufgeregt fest und nun freuen wir uns, dass wir hier heute Dore Wieners Vier spielen können. Wir freuen uns, dass die an uns dachten und wir hoffen, dass wir hier heute so gut spielen, als damals vor 14 Jahren. Wir wollen Sie recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie uns inlaut haben. Wir freuen uns, dass Sie all kommen sind, um uns tot zu hören und tot zu kicken. Fridolin, komm, tanz mit mir, ich geb dir Bock im Ball. Wie sagt die Lutsche, Fridolin, was soll ich damit tun? Bei Kaffee und Kuchen kam vielleicht auch die ein oder andere Erinnerung an die eigene Kinderzeit wieder. Als der Weihnachtsmann an die zugefrorene Fensterscheibe klopfte und fragte, ob dann auch alle artig gewesen sind. Bevor es dann die kleinen Überraschungen gab. Das schönste Geschenk war 1948, zum Heiligen Abend. Wir waren vier Kinder zu Hause, drei Brüder und eine Schwester war da. Jedenfalls, wir gucken draußen am Fenster und so sagt der große Bruder, Mensch, da kommt der Weihnachtsmann schon. Und ich saß mit vorne am Fenster dran und von hinten kriege ich einen Stoß, bin ich mit dem Kopf durch ein Fenster gegangen. Ja, 1948 eine Glasscheibe kriegen, das war schwierig. Da musste Mutter 2 Kilo Zuckermarken hingeben und 1 Kilo Buttermarken hingeben und dann hinterher gab es noch Schach dazu. Dass man am gar nicht mehr sitzen konnte. Da gab es Dresche. Das war das schönste Geschenk.